Hausfrau. Guten Abend, sehr verehrte Partygemeinde. Willkommen zu einer weiteren heißen, ohrenbetäubenden und diesmal auch politischen Ausgabe von Hausfrau. Politisch? Weshalb? Deshalb. Denn wir waren in Solingen beim Rave Against Racism letztes Wochenende. Dort haben wir gedreht und auch Statements von den Artists eingefangen. Und zusätzlich noch im Studio das recht umstrittene Techno-Pop-Duo. Jam & Spoon, ja, die sind bei uns da. Und jetzt gibt es erstmal unseren ersten Clip. Und der kommt von Adam & Eve Records. Die haben einen neuen Release, der heißt Orange Juice. Und das Stück heißt Beside an Orange. We'll be right back.
House-Act Afrotrance hat sich getrennt. Wegen diverser privater und beruflicher Zwistigkeiten werden die beiden Musiker Pit und Ramin in Zukunft getrennte Wege gehen. Ja. Tja, schade eigentlich, die Jungs haben eigentlich ganz gute Platten gemacht und so, aber egal, Frankfurt hat auch Erfreuliches zu vermelden. DJ Duck hat nämlich geheiratet, und zwar seine langjährige Freundin Sabine, und ganz woanders, nicht hier in Deutschland, nämlich in Alaska. Ausgerechnet ja. Alaska. Goldkind Maruscha, die ja seit neuestem auch güldene Klamotten trägt, kann sich jetzt farbtechnisch schon wieder umorientieren, denn es gab Platin, sprich 500.000 verkaufte Platten für Somewhere Over the Rainbow. Ja, Marzi, gibt's denn überhaupt so platinfarbene Klamotten? Kann sein, für Maruscha bestimmt. Ja, und dann noch ein Hilferuf von einem verzweifelten Raver, der auf der Love Parade wohl die Liebe seines Lebens getroffen hat und keine Zeit fand, sie anzusprechen, weil er wahrscheinlich zu viel mit der Party selber beschäftigt war. Deshalb über diesen Weg möchte er dieses Mädchen erreichen. Also, falls du dich angesprochen fühlst auf diesem Foto, was wir gleich zeigen werden, oder jemand dieses Mädchen kennt und sie Bock hat, sich zu melden und vielleicht mit uns in Kontakt zu kommen oder mit diesem jungen Herrn, dann bitte melden bei der Viva House. Frau Redaktion. Progressive House wird ja seit geraumer Zeit von diversen Leuten als das neue Ding angepriesen. Deshalb zeigen wir euch jetzt den Prototyp dieser Musikstilrichtung. Zwar ist das Video etwas älter, aber ihr wisst ja, die Post hat gestreikt und überhaupt. Und jedenfalls seht ihr jetzt Spooky mit Schmoo.
Nun bitte Zettel und Stift bereithalten, denn es folgen die Party-Tipps. Ja, lasst uns beginnen mit dem Cosmic Kandava am Freitag, den 15.07. im Palladium in Hamburg. DJs sind Mark Spoon und andere. Weiter geht's mit dem House of Love im Club Uranus in der Fabrik in Lengede, auch am Freitag. Und zwar mit dem Vater der Love Parade, Dr. Motte. Ja, und in Zusammenarbeit mit Hausfrau gibt's auch eine Party am Samstag, den 16.07. im House of Unique in Kölle. DJs sind Daniel Klein, Tom und René, Atta und dieses Kind hier, Sabine, be there. Kein Kind mehr, na egal. Und nochmal Köln, da gibt's am besagten Samstag noch eine Party mit Hausgottheit Tony Humphries im Itz. Da kann man dann hin und her pendeln, wenn man will. Die Defenders of the Mighty Jack machen halt in Saarbrücken, genauer gesagt im Kühlhaus, startet am Samstag wieder mal ein Quality Breed Event mit den DJs Woody, Klee, Stöpsel, Red Stuff und T vom Groove Magazin. Ja, und die Flyers sind übrigens wieder super witzig. Also, lassen sich echt was einfallen, die Jungs. In Schwerin steigt am Samstag der Schwerin Rave. DJs sind Gary D, David Fascher und einige mehr. Und schon mal vormerken. Ja, vormerken. Ja, for your brain. Nächste Woche gibt es mal wieder eine Party in Zusammenarbeit mit Hausfrau. Ja, wir machen jetzt ganz viele Partys. Am 23.07. im Mach 1 in Nürnberg. Gast-DJs sind Tony Humphries und Boris Lugosch und live noch Da Jay, die dieses Jahr den Award als Best Voice of the Year in Detroit bekamen. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Wirklich klasse. Musikalisch geht's bei uns und natürlich bei euch jetzt weiter mit einem Neueinsteiger in den englischen Dance-Charts. Von 0 auf 3 und wird in Deutschland erst in 2 Wochen released. Und trägt den schönen Namen Dream Frequency mit Good Times. Good times! Wherever we go, if we're happy or sad, we have good times! Forget all your worries, be joyful, be glad for the good times! Hands to the highest peak.
ist der Thorsten von Juk und ihr seht Hausbau auf Viva. Natürlich, Move Your Body! Odyssey, Love Train, jetzt überall! Driving to my hometown, a surfer. Running for a glass of whiskey. I'm waiting, looking for my baby. Conny, der Powerriegel. Gut, wenn man ihn hat. Die größte Party aller Zeiten geht weiter. Hausparty L. Wieder der beste Mellow Club Mix. Du stehst nicht auf Ramsch, du willst das Original. Hausparty 12. Der mega starke Hardcore Mix. Hausparty 12 und Hausparty 11 von Arcade. Golf Cabrio Pink Floyd. Und 10-mal 100.000 Mark gewinnen. Im Superspiel. Jetzt in TV-Spielfilm. Neu! Transnation 2! 22 ultimative Trance-Tracks auf Doppel-CD. Plus Special-Mix-Bonus-CD von DJ Jens Mahlstedt. Hol dir das Original! Transnation 2 und Transnation 94. Stell dir vor, du trägst deine karierte Bluse und landest auf einer Party für gestreifte Röcke und sofort geht das Geschrei los. Hilfe, Chaos, und die Leute schmeißen ihre Gläser weg und springen aus den Fenstern. Und du gehst erstmal in die Küche, denn dort sitzen ganz sicher ein paar Jungs, denen Chaos völlig egal sind. Kraft Ketchup. The Red Side of Life. Ladies and gentlemen, Henry Rollins, the man, the myth, the machine. Bisschen lauter bitte. Frank für Tracks 5. Yeah. Und weiter geht's. Oh yeah. Frank für Tracks 5. Geht schon, oder? Frank für Tracks 5. Ich will shoot this mother. Aus Frankfurt? Alles klar? Willkommen zum Konzertsommer bei Viva. Los geht's am 22. Juli mit Virgin Records 21. Geburtstagsfeier In the Air Tonight. Am 29. Juli geben sich The Cure mit dem Live-Spektakel Show die Ehre. Weiter geht's mit Marius Müller-Westernhagen, live on stage am 5. August. Last but not least, Australiens Vorzeige-Rockband In Excess und Live Baby Live am 12. August. Natürlich nur bei Viva. Unser Report diesmal dreht sich um das Thema Ausländerfeindlichkeit und all das, was daran anschließt. Wie wir schon berichtet haben, hat das Liquid-Label zu diesem Thema einen Sampler herausgebracht mit dem Namen Save Germany. Ja, und letzte Woche gab es in Solingen dazu eine Party, den Rave Against Racism. Ja, und wir waren vor Ort. Solingen, eine Stadt als Synonym für brennende Häuser und Ausländerfeindlichkeit. Rotterdam, eine Stadt als Synonym für die holländische Gabba-Szene, die sich des Öfteren der rechten Bewegung anbiedert und auf Riesen-Hardcore-Raves zu 180 BPM faschistische Parolen brüllt. Ansonsten gilt die Techno- und Hausszene als eher unpolitisch. Jetzt wurde in Solingen,
erstmals versucht, nicht nur die Beine anzusprechen, sondern provokantes Bildmaterial in ein Rave-Umfeld einzugliedern. Tanzen gegen rechts. Rave Against Racism. Also in der Rave Against Racism steckt eigentlich sehr viel, und zwar eine Party am 9. Juli, die wir heute erleben dürfen. Dann zweitens ein Sampler, bei dem 14 verschiedene Underground-Künstler mitgewirkt haben. Und drittens einen 5-minütigen Videoclip, den wir gedreht haben, aus altem historischem Bildmaterial. Vor allen Dingen wollten wir zeigen, wie gefährlich diese Demagogie heute noch ist, ja, wie diese Bilder wirken. Uns geht ja schließlich um die Verführung der Jugendlichen. Und ich habe festgestellt, dass die Bilder, die zu harmlos sind, die haben einfach nicht gewirkt. Es haben halt Leute mitgemacht bei der ganzen Sache, die auch wirklich Interesse an der Geschichte haben, denen das auch irgendwo am Herzen liegt, wie der Thomas Heckmann, der Oliver Lieb und der Taucher. Ja, und auch einfach aus Überzeugung heraus. Die Save Germany Message: Be cool and love your neighbor. Natürlich liegt mir was an dem Thema, und ich möchte auch das Thema auf jeden Fall unterstützen, soweit ich kann, und versuche das auch, oder habe es auch versucht, musikalisch umzusetzen. Was ich sehr wichtig finde, erstmal in den Vordergrund zu stellen, ist einmal die Kritik abzuweisen, dass Techno eben nur Happy Welt eigentlich repräsentiert und darstellt. Denn eigentlich mit diesem Projekt zeigen wir und beweisen wir, dass Techno eben auch die Realität, oder Techno und House eben auch die Realität anspricht. Und ich möchte doch alle da draußen, die ich irgendwie erreichen kann, dazu auffordern, eben auch was zum Beispiel gegen diesen Rassismus, wieder aufkommenden Rassismus zu tun, indem sie vielleicht auch unser Projekt unterstützen. Jetzt mit dem Save Germany Song ist sehr, sehr naiv. Mit Forcing haben wir schon etwas vertieft, auch schon vor 2-3 Jahren schon gemacht, lange bevor jemand darüber nachgedacht hat, die Sache auch politisch etwas zu orientieren irgendwie. Ich bin der Thomas und ich bin von den Partisanen aus München, und wir haben hier die Party Rave Against Racism organisiert, also in Verbindung mit SOS Rassismus. Warum? Weil wir einfach mal ein Zeichen setzen wollten, oder ein weiteres Zeichen, gerade was die Szene betrifft, also alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, in irgendeiner Weise die Leute gegen Rassismus oder auf das Thema aufmerksam zu machen. Und gerade diese als unpolitisch geltende Szene der Techno und House geht's. Super. Also ich finde es ganz klasse, dass wir, glaube ich, endlich mal gezeigt haben, dass wir auch politisch sind. Trotzdem, dass man uns immer nachsagt, dass die ravende Gesellschaft keine politische Intention hat, finde ich ganz toll, dass es heute zusammengekommen ist. Ich bin Jörg Offer von Ed Soling. Und dieser Rave Against Racism, bei dem wir heute sind, ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich hoffe, dass Soling endlich mal positiv in die Schlagzeilen kommt und nicht nur durch diese negative Aktion, die gewesen ist. Solche Scheiße passiert immer wieder, immer wieder. Als ich vor einigen Monaten in London war, wurde mir also oft die Frage gestellt, ob denn überhaupt so die deutsche Techno-Szene sehr rechts ist und ob das wahr ist und dass es mit den Nazis wieder so schlimm ist und alles hier langsam aber sicher wieder hochkommt. Beide Gänse lieben. Save Germany und Nazis sind einfach scheiße. Ihr habt's gehört, Nazis sind einfach scheiße. Und um euch das nochmal ins Gehirn zu bläuen, zeigen wir euch jetzt das Video von den United Artists Against Neofascism. Hier ist Save Germany.
Ja, passend zu dem schwülen, heißen Wetter draußen habe ich euch diesmal eine super schwüle Platte mitgebracht. Exhume. Und was wir da gerade hören, ist der Exhume
Conga-Mix. Und das Ganze ist erschienen auf Deep South Records und die sitzen in Miami. Und ich denke mal, deshalb klingt das auch alles so ein bisschen schwul halt. Ja, Sabine, sehr, sehr erotisch klingt das. bei mir geht's jetzt weiter mit Hard Tracks und das Stück heißt Hard Funk. Yeah, auf Probe Records aus den Staaten. Auch ziemlich langsam und so nett groovy, nicht wahr? Nicht wahr, Kinder? Probe 19 ist das, um es nochmal genauer zu sagen. Also so könnt ihr in den Laden rennen. Hard Tracks mit Hard Funk, Probe 19. Das Timer so langsam aus, um hier zu der zweiten Veröffentlichung von Scene Wave zu kommen. Das ist dem Label von Damon Wild aus New York. Yes, die Platte heißt Ausgang. Ja, deutscher Name in Amerika, nicht wahr? Das Stück heißt Wires, ist halt die zweite Veröffentlichung auf Scene Wave und sehr mental, acid-mäßig oder wie würde man das sonst beschreiben? Keine Ahnung, hört selber. Weiter geht's heute mit der neuesten Veröffentlichung auf Disco Bay hier aus München und zwar von DJ Hell. Sein Hots on the Heels of Love ist geremixed worden von keinem geringerem als Dave Clark. Das ist jetzt also der Dave Clark Remix. Auf der normalen Maxi, das ist jetzt die Promo, gibt es noch einen Jeff Mills Remix und das ist aber halt der Dave Clark Mix und der ist ja momentan in aller Munde und so, dürfte wahrscheinlich vielen gefallen. Der Pfeifer darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, das ist halt sehr, sehr monoton, nicht wahr? Aber das geht halt später doch etwas heftiger los. Aber um es mal etwas heftiger voranzutreiben, mache ich jetzt mal die neueste Peace Rock Veröffentlichung. Yeah, listen up! Das ist hart, nicht wahr? Das ist Luke Slater mit X-Front Volume 3. Und der gute Mensch hat mal wieder völlig zugeschlagen. Mindblowing und alles, was dazugehört. Der Beat geht gleich los und dann ist es. Ich denke, das spricht für sich selber. Also so ein Sound, der Silicon einfach gar nichts mehr sagen. Das ist also X-Tront Volume 3 von Luke Slater auf Peace Rock, englisches Label, die immer sehr viele gute Platten rausbringen. Man erinnere sich nur an Planetary, Astral Systems oder so.
keine Ahnung, wie es richtig heißt. Ihr wisst ja, ich vergesse alles so schnell. Ich komme jetzt zu einem nächsten Clip, und zwar Coxbox. Erinnert ihr euch noch an Coxbox? Ja, das habe ich mal in den Plattentipps vorgestellt. Das war so eine Harthouse 10 Inch. Ja, die Plattenläden wurden danach eingerannt, weil die das wohl alle so gut fanden. Ja, und Harthouse hat jetzt ein Video abgeliefert zu Coxbox, und das sehen wir jetzt. Pickvogel. Bisschen lauter, bitte. Frank for Tracks 5. Yeah. Und weiter geht's. Oh yeah. Frank for Tracks 5. Geht schon, oder? Yeah. Frank for Tracks 5. Ich mich shoot this mother. Aus Frankfurt? Alles klar? Bisschen lauter, bitte. Frank for Tracks 5. Yeah. Und weiter geht's. Oh yeah. Frank for Tracks 5. Geht schon, oder? Frank for Tracks 5. Ich mich shoot this mother. Aus Frankfurt? Alles klar? 1, 2, 3, 4, hit! Mega Dance into the 90s. Spot the volume. Die Doppel-CD mit dem Tanzfieber der 90er. Okay. We are going on a summer holiday. Mega Dance into the 90s. Die ultimative Collection. Mega Dance into the 90s. Von Arcade. Neu! Transnation 2.
25 ultimative Trance-Tracks auf Doppel-CD. Plus Special Mix Bonus-CD von DJ Jens Mahlstedt. Hol dir das Original. Transnation 2 und Transnation 94. Everybody, move your body. ODT. Jetzt gibt es das Superdance-Album Love Train mit allen Single-Hits. Let Yourself Go, Talk to Me, Riding on a Train und natürlich Move Your Body. Odyssey, Love Train, jetzt überall. Très français, Lektion 2. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du café. C'est du café. C'est bon. C'est bon. Fantastique. C'est fantastique. C'est du café au lait. C'est du Nescafé. Café au lait. Café au lait von Nescafé. Très français. Der Vollwaschgang für eure Boxen. Die neue Dance Now im heißen Doppelpack mit Two Unlimited, Erasure, BG und Pharao. Dance Now, die siebte. Noch besser, noch ergiebiger, noch mehr Charthits. Dance Now 7, superstark von Sony Music. Ladies and gentlemen, Henry Rollins, the man, the myth, the machine. While I'm Reggae Dance, die einzige Reggae-CD mit den aktuellen Hits von CJ Lewis, CJ Bobo und vielen anderen. Reggae Dance, der Sommerknaller. Reggae Dance von Arcade. Viva präsentiert Popcom, das Festival. Am 18. August ist es endlich wieder soweit. Jede Menge Street Action, über 250 Bands live, mehr als 30 Konzertbühnen. Köln, eine Stadt ganz im Sog der größten Musikmesse der Welt. It's Showtime, Trends und Talente, Business and Fun. Das herausragendste Musikereignis 1994, Popcom, das Festival, präsentiert von Viva. Ja, im Studio heute, Jam & Spool, genau, die haben wir heute zu uns ins Studio geladen. Die dürfte ja jeder kennen, läuft eigentlich bei Viva und bei MTV rauf und runter. Hallo Jungs, das ist Mark Spoon und das ist Jam Elmar. Marte Gallic. Genau, ich bin Marte, dürftet ihr vielleicht wissen. Erzählt uns doch mal etwas zu Beginn zu eurem Projekt und zu der Entstehung von Jam & Spoon. Das war ja erstmal als Remix-Projekt gedacht. Rolf, wie ging's weiter? Ja, also wir haben, unser erster Remix war Hello Africa. Er hat den Remix machen wollen und hat halt einen Keyboarder gebraucht, einen Programmer, und hat meine Adresse bekommen. Wir haben das dann zusammen gemacht und haben auch dann die drei nächsten Dr. Alban Remixe gemacht. Danach kam Quincy Jones und dann irgendwann mal haben wir uns entschlossen, auch mal ein eigenes Projekt zu machen, weil wir den Eindruck hatten, wir arbeiten irgendwie nur für andere Leute, machen da gute Playbacks. Jetzt probieren wir mal, selber ein gutes Playback hinzukriegen. Das war dann Stella und es war ja eigentlich ein ziemlich fetter Club-Hit. Danach kam dann dieser Age of Love Remix und wir haben dann auch... Dann richtig ab. Genau. Was heißt noch richtig ab? Sag nichts Falsches. Und danach haben wir dann Frankie Goes to Hollywood gemacht, Pet Shop Boys, Enigma und so weiter. Also haben wir auch dann für größere Namen schon mal. Das heißt, Quincy Jones ist ja auch nicht so ein ganz kleiner. Ja. Also ihr habt ja mit Stella vor allen Dingen und mit Age of Love, das war ja also das Oberclubbrett oder das beide Dinger. Und da ging es ja dann weiter, da war erstmal eine kleine Pause so von Jam & Spoon selber. Und dann kam irgendwann das Album, wo ja auch sehr innovative Tracks drauf sind. Aber die Single als solches, Right in the Night, war ja dann schon sehr kommerziell ausgerichtet. Markus, wie ist denn das Verhältnis jetzt bei dir zum Underground und Overground und innerhalb der Szene, was ja einem, also denke ich mir, oft vorgeworfen wird? Ich denke jetzt mal an Marusha oder dies oder jenes. Wie ist denn dein Verhältnis? Also ich glaube, zwischen mir und Marusha gibt es doch schon noch Welten. Also so sehe ich das. Mhm. Und... Also von den professionellen Leuten in der Szene gibt es da keine Vorwürfe oder so. Also genauso wie wir irgendwie 500.000 Ride in the Night Platten verkaufen, verkauft irgendwie Hardhouse 100.000 Hardhouse Compilations oder so. Und genauso legen wir alle, auch du, irgendwie auf Mayday Raves oder so, auf für 30.000 Leute.
Und das, diese ganze Diskussion ist mir zu, das ist mir alles zu Kaugummi-mäßig. Ich habe da keinen Bock drauf zu diskutieren, Underground, Overground. Was ist jetzt noch Underground oder Overground? Wenn letzte Woche 100.000 Leute auf der Love Parade rumgelaufen sind oder 150.000, ist das jetzt noch Underground oder ich weiß es nicht. Nur weil jetzt, nur weil wir Erfolg haben in den Charts sind. Also ich finde es gut, so wie es ist. Dieses ewige Kategorisieren, irgendwie, das geht einem ja auch auf den Sack. Ich meine, die Leute sollen entscheiden, ist die Musik gut oder ist sie nicht gut? Mögen sie das oder mögen sie es nicht? Niemand wird gezwungen, eine Platte zu kaufen. Niemand wird auch gezwungen, irgendwo in einen speziellen Club zu gehen. Vielleicht geht irgendjemand lieber in einen Club, wo kommerziellere Musik gespielt wird. Oder geht jemand anders, was weiß ich, in Dorian Gray oder oben, wo halt mehr so dieses sogenannte Underground-Zeug läuft. Ne? Ich meine, jeder kann, soll das selber entscheiden. Ne? Ja, aber wenn man sich irgendwie in so einer Szene wie der Techno-Szene bewegt, ist es dann halt nicht so, dass da... Was ist denn die Techno? Entschuldige, was ist denn die Techno-Szene? Wo ist denn der Underground? Was ist ein Underground? Wenn jedes Wochenende im Warehouse 2000 Leute durchlaufen, 3000, 4000 im Rom, 4000 im Grey, 4000. Allein im Ruhrgebiet, möchte ich mal sagen, feiern jedes Wochenende 100 bis 200.000 Leute auf Techno ab. Wo ist denn der Underground? Das ist kommerziell, da zahlt jeder 20 Mark Eintritt und fertig. Wie er sagt, wird niemand gezwungen, eine Platte zu kaufen. Außerdem, ich meine, wieso Underground, Overground, ist Bullshit einfach. Die Leute sollen machen, was sie Bock haben. Wenn sie Bock haben zu tanzen, sollen sie tanzen. Im Underground ist die RAF und der Germans Boom. Das ist Underground, RAF ist Underground. Ja. Alles klar, Leute. Ja, wir sehen jetzt erstmal das neue Video von German Spoon und ich wurde jetzt eines Besseren belehrt und wir sehen jetzt erstmal German Spoon mit Find Me. Oh. Ihr sitzt ja immer noch mit German Spoon im Studio. Jungs, wie ist das jetzt mit dem plötzlichen Erfolg oder was heißt plötzlich? Ihr sagt jetzt relativ oder super erfolgreich. Wie ist das, wenn ihr jetzt auf irgendwelchen Partys oder so spielt, wo dann auch schon so Kapelle oder so sind? Seid ihr dann auch selber vertreten oder schickt ihr da jemand hin oder wenn ihr auf die Straße geht oder so? Wie, hat sich die Situation schlagartig verändert oder... Irgendwie habt ihr es geschafft, euch relativ im Hintergrund zu halten. Ja, also normalerweise ist es immer so, wenn ich aus der Tür herausgehe, werde ich von Hunderten von Teenies überfallen. Die wollen schon mal gleich ausziehen. Nee, es ist also, es hat sich überhaupt nichts geändert. Und zu den Live-Acts ist es so, dass die Plavka einen Teil dieser Live-Geschichten macht. Wir beide gehen zusammen nicht auf die Bühne, weil wir das irgendwie für ziemlich bescheuert halten. Hinter zwei nicht angeschlossenen Keyboards zu spielen und irgendwo rennt hinten ein DAT, das ist relativ uninteressant. Außerdem, also die Live-Performance geschieht ja eigentlich hauptsächlich durch ihn, wenn er Platten auflegt. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sich da irgendwie live auf der Bühne produzieren muss. Ich bin lieber im Studio und mache da meinen Job im Hintergrund. Ne? Mhm. Und wie ist die Situation beim Auflegen? Same as it ever was. Eigentlich genauso wie immer. Mhm. Was sind denn jetzt eure Pläne für die Zukunft? Habt ihr irgendwie irgendwelche neuen Singles parat oder wollt ihr wieder Remixes machen? Ja, also wir kriegen schon eine Menge Anfragen von Remixen, aber meistens ist das immer ein Zeitproblem, warum wir das nicht machen können. Es sind zum Teil wirklich auch interessante Sachen dabei und es tut dann einem auch immer leid, dass man das eigentlich alles nicht machen kann. Wir machen jetzt demnächst wahrscheinlich mal eine neue Geschichte, die unter einem ganz anderen Namen erscheint, auch mit einer anderen Konzeption. Hast du da Näheres zu sagen? Auch Underground, Digga. Ja, viel Underground. Viel Underground, Digga. Wären wir wieder im Underground. Mehr so Hardcore-mäßig. Anerkannt im Underground. Aha, das sind eure Pläne. Bullshit. Ja, Leute, das war's dann für diese Woche. Das war ein German Spoon. Ich habe jetzt noch irgendwie mich zu verabschieden und noch ein Video anzutagen. Das ist Speedy J, genau. Symmetry ist der Track. Und das ist vom Longform-Video Motion auf der Warp Compilation, auf dieser Artificial Intelligence Volume 2. Ja, ich bin nächste Woche nicht da. Ja, der Mate, der sonnt sich nämlich irgendwo. Der hat nämlich sonst Uhren. In Harburg. In Jugoslawien wahrscheinlich. Nee, nein, der sonnt sich schon in der Sonne, ne, würde ich sagen. Nur das verraten wir nicht, ist ein Geheimnis. Ja, aber ich werde natürlich euch nicht im Stich lassen und nächste Woche hier wieder für euch stehen. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Müssen wir denken?